Das wollte ich doch noch gerne sehen. Hallo, liebe Aufrufer, hier ist mein wunderschöner Tag, Freitag, der 27. Dezember 2012. Das ist der Einkaufstag nach Weihnachten und da kann man nun sehen, dass gar nicht mehr so viele Männer in den Parfümerien sind. Das war ja vor Weihnachten total lustig. Die Läden waren brechend voll, die Parfümläden mit Männern, die am Heiligabend ihr Weihnachtsgeschenk kauften mit der persönlichen Note. Es roch wie ein, wie soll man sagen, wie im Zoo, die Raubtier. Also, ich habe hier heute das Handelsblatt, Freitag, 27. Donnerstag, 27. Oh, jetzt habe ich mich vertan. Donnerstag. Also, die Taz, Donnerstag. Handelsblatt, auch Donnerstag. Na klar, ja, dann schätze ich mal die Frankfurter Allgemeine Zeitung, auch Donnerstag. Also, das Datum hatte ich nicht richtig gelesen, beziehungsweise den Tag, der hier den Abend lobt, sondern es ist aber so, dass hier in diesen Blättern einiges steht und die Echtzeitnachrichten, die ich hier gegenüberstelle, den Zeitungen, stimmt wieder überhaupt gar nicht. Echtzeit haben wir eine ganze Reihe neuer Sachen. Also erstens, es ist wohl in Syrien, in Damaskus, mehr oder weniger ein Modus ausgehandelt worden, nachdem die Familie Assad raus soll, weg soll, quasi in irgendeinen Schutz sich begeben kann, Alawiten, fällt mir gerade mal Marokko ein oder wer immer dafür herhalten möchte, dass diese Familie heile unterkommt und ansonsten sich die streitenden Parteien, also auch die jetzige Regierung ohne Assad, schon sozusagen eine Art Plattform von Bedingungen auf dem Tisch haben, auf die sie sich gemeinsam einigen wollen, dann mit Blick auf zukünftige Wahlen und so weiter. Also Syrien hat heute Nachrichten in die Welt gesendet, nachdem eventuell dieser ganze Fuchskrieg im Moment jedenfalls so weit eskaliert ist, dass man jetzt nicht verhandelt unter der Bedingung, Assad wird gehen. Ich habe das also noch nicht jetzt weiter, Assad hat noch nichts dazu gesagt, ich habe noch nichts gehört. Ja, das ist doch schon mal zunächst ein wirklicher Fortschritt. Ein anderer Fortschritt ist, dass die Inflation unsäglich zuschlägt. Ich sage nur zwei Beispiele. In Deutschland soll im kommenden Jahr im Großen und Ganzen und im Durchschnitt bei den meisten Stromanbietern der elektrische Strom um 12% teurer werden. Und liebe Leute, diese Verteuerung ist eine Entwertung unseres Geldes, das ist die Inflation. Das ist genau der Punkt, den der Habermas nicht kapiert, dass Inflation schlimm ist, weil alle die Leute, die schon bis zum Äußersten sparsam leben müssen, nun den teureren Strom nicht mehr haben können. Die sitzen dann im Kalten. Ich habe heute schon eine Idee bekommen, für alle, die sich keine Silvesterknaller leisten können, die können doch schon mal am 30. Dezember die Heizung ausstellen und dann unterkühlt sich erkälten und dann können sie sich Silvesterabend, wenn die Leute, die noch Geld für Knaller haben, auf der Straße herumballern, können die, die kein Geld haben, mit ihrer frischen Erkältung sich dazustellen und ab und zu, wenn es leuchtet, dazu niesen. Als Silvesterfeuerwerk, Niesen für Arme, das ist doch mal eine richtige sozialpolitische Idee. So würde ich mir vorstellen, könnte auch die Piratenpartei durch Leistung glänzen, aber das findet nicht statt. Und dann habe ich hier im Handelsblatt von heute etwas gefunden, da heißt es Leitartikel, Michael Thibault schreibt, Camerons Exit Option, Londons EU-Strategie muss ganz Europa interessieren. Also ob England, Großbritannien, Schottland und so weiter, wer alles dort sich der Europäischen Union zugehörig fühlt, mit welchen europäischen Gedanken auch immer, sagt hier der Leitartikel, die müssen sich in ihrer Strategie für ganz Europa interessieren. Das ist genau die Idiotie auch von Habermas und Bofinger, die sagen, die müssen. Das ist völlig langweilig zu sagen, die müssen, sondern die Frage ist, was sie tun. Und sie tun nicht, was irgendjemand meint, sie müssen. Sie können sich die idiotischen Strategien zurechtlegen, sie müssen gar nichts. So, das ist hier mal dazu zu sagen. Ansonsten habe ich hier im Handelsblatt, in diesem Handelsblatt von heute, nur Friede, Freude, Eierkuchen gehört. Da wird auch die Strompreisverteuerung sozusagen als ein
Zeichen lebendiger Wirtschaft gezeigt, oder hier der stille Aufstieg deutscher Großkonzerne auf dem Titel, oder was auch total irre ist, Frankfurter Allgemeine Zeitung hier oben links heute, wirtschaftliche Lage ist besser als die Stimmung. Also wirklich, es ist gerade eine Woche her, als gesagt wurde, kritisiert wurde von allen einschlägigen Leuten, die Wirtschaft in Deutschland glaubt, es ginge ganz gut, die Stimmung bei den Leuten ist ganz gut, in Wirklichkeit droht also wirklich Rezession und so weiter im Jahre 2013. Das heißt, die Lage ist schlecht, die Stimmung ist gut. Hier heißt es jetzt, die wirtschaftliche Lage ist besser als die Stimmung. Ja nun, wie viel mehr sollen wir denn das glauben, wenn wir sehen, wie unglaubhaft das hiermit gemacht wird, was Sie letzte Woche gesagt haben. Also es ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Na gut, dann möchte ich zur Inflation noch Folgendes sagen. In Moskau, in Russland, hat man nun bekannt gegeben, dass die Wodka-Preise für einen halben Liter von 3 Rubel auf 4,20 Rubel erhöht wird. Das heißt, der Wodka geht ab wie sonst was. Preisinflation, 15% oder so ist das Inflation in Moskau über den Wodka-Preis. Es wird aber gesagt, das sei staatspolitische Absicht, den Alkoholismus in Russland zurückzudrängen. Naja, also ich will mal sagen, der Schwarzmarkt für Schwarzgebranntes wird sich bedanken. Das Saufen ist durchaus eine Kulturerscheinung, die man nicht einfach mit Gesetzen beseitigen kann. Also Inflation bei uns über Strompreise, sichtbar Inflation an Wodka-Preisen, und ich möchte also schließlich noch sagen, die gesamte Situation der IT-Politik, die mich ja besonders interessiert, hier kann man sehen, ich mit meiner Halbmillionärsquote 497.088 Aufrufer bei meinem YouTube-Kanal, ich gehe also in diesen Tagen auf die 500.000. Ich hatte gedacht, es würde zu Weihnachten, das ist jetzt verpasst, aber immerhin 497.88 Aufrufer. Da lade ich alle, die hier mal zufällig hereingekommen sind, jetzt zu dieser schönen Zahl ein. Vielleicht auch morgen mal zu gucken, was es gibt. Es gibt immer etwas Neues. Und dazu abschließend also IT-Soziologie, Stichwort Chaos Computer Club. Ursprünglich, ähnlich wie die Grünen zu ihrer Gründungszeit, kriminalisiert als Hacker und sonst was, Datenspione verdächtigt. Inzwischen der Chaos Computer Club ein ziemliches Ansehen genießt aufgrund der Expertise, die dort ist, für alles, was mit Internet, mit IT, mit Software und so weiter zu tun hat. Computersicherheit ist das Thema beim Chaos Computer Club Treffen in Hamburg, das jetzt bis zum Jahresende stattfindet. Computersicherheit, das Thema Urheberrecht, das ja auch von den Piraten mit in die Diskussion gebracht wurde, hier auf der Fachebene des Chaos Computer Clubs, Urheberrecht in Bezug auch auf IT und digitale Medien, und schließlich Datenverschlüsselungsprobleme, alles was damit zusammengehört, Datensicherheit und so weiter. Chaos Computer Club, man kann sich gut informieren im Internet, einfach CCC eingeben, CCC Hamburg 2012, dann haben die da sogar Echtzeit-Teilnahmemöglichkeiten. Chaos Computer Club Kongress in Hamburg. Und das hier meine Lichtgeschwindigkeit für heute, Donnerstag, den 27. Dezember. Und danke für den Aufruf.